Die dritte Liga, live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Winterpause ist vorbei, Manege frei für Liga 3. Und apropos Manege, Energiecoach Wollitz muss direkt zu Beginn des Jahres 8 verletzte Spieler ersetzen. Kapitän Marc Stein ging von Bord. Er ist der neue Abwehrchef ins B. José Junior Matovila bekommt es mit Manuel Schäffler und Co. dem SVW in Wiesbaden zu tun. Cottbus wird zu Beginn dieses Spiels direkt ins Sprechzimmer gebeten. In Wiesbaden mit der ersten Chance und mit dem ersten Tor. Jeremias Lorch, der Sechser, eigentlich nicht fürs Toreschießen bekannt, markiert die Führung für die Hessen. Schlüter mit einem Handspiel, die Cottbusser monieren auf Abseits, aber der Wille wird nicht erfüllt. Matovila, hat denn der etwa die Augenbinde auf in dieser Szene? Es gibt direkt den zweiten hinterher. Zu diesem Zeitpunkt waren 9 Minuten gespielt. Wien Wiesbaden mit dem Doppelschlag. Florian Hansch, ausgeliehen vom SV Sandhausen, profitiert von diesem krassen individuellen Fehler. Es wird zur Freude der 20 mitgereisten Wiener Fans. Das erste Lebenszeichen der Cottbusser kommt spät, aber immerhin kommt auch etwa eins. Boschinski, der 18-Jährige, in seinem ersten Startelf-Einsatz in Liga 3 mit einer kleinen Anmeldung. Gefahr über Standards, Cottbus nur mit Begleitschutz und dann gibt es das 3:0 für den SVW in Wiesbaden. Ein Doppelpack von Florian Hansch, Darms nach die Verteidigung, keiner fühlt sich Hansch zuständig. Und mit einem 3:0 gehen wir in die Pause, da Boschinski auch in dieser Szene nicht das Tor trifft. Der 18-Jährige noch mit zu wenig Zielwasser in der ersten Hälfte. Jugend forscht ist das Motto, doch zuvor gibt es noch mal Gesprächsbedarf wegen des 1:0-Treffers. Wollitz im Gespräch mit dem Schiedsrichter gespannt. Doch dann kommt Colin Raag in die Partie, wieder ein 18-Jähriger, 3 18-Jährige insgesamt auf dem Feld, Schneider, Boschinski und eben Colin Raag. Aber mit zu wenig Präzision unterwegs in seinen allerersten Drittliga-Minuten, generell sein allererster Profi-Einsatz. Bis in die 82. Minute sollte es dauern, bis Cottbus den Schlüssel irgendwie gefunden hat. Und dann kommt er, und zwar so richtig. Kevin Scheithauer mit dem 1:3 in der 82. Minute. Boschinski mit der Vorlage. Der sammelt schon mal fleißig. Und Scheithauer mit seinem ersten Treffer. Doch es kam noch besser. Kurz vor Schluss nochmal die langen hohen Bälle. Das Handspiel von Mockenhaupt. Und Hanselbauer zeigt auf den Punkt. Es gibt also nochmal eine Chance, ranzukommen. Richtig entschieden vom Schiedsrichter. Mamba gegen Kolke. Wer ist der Sieger? Kolke, aber Mamba macht's im zweiten Versuch. Und dabei bleibt's dann leider auch. 2:3, das 3:3 kommt nicht mehr. Die Aufholjagd kommt nicht. Spiel verloren, völlig zu Recht. Reicht einfach nicht aus, so eine erste Halbzeit anzubieten. Und solche Stellungsfehler hat auch nichts mit Alter zu tun, hat auch nichts mit Spielrhythmus zu tun, hat einfach, ich nenne das Verantwortungsbewusstsein. Ich denke, am Ende lagen bei jedem die Nerven komplett blank. Wir hatten das Spiel eigentlich komplett im Griff, haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, haben den Spielern einen Stempel aufgedrückt und haben das dann nicht geschafft, in die zweite Halbzeit mitzunehmen. Und ja, haben dann 2 Gegentore bekommen und dann wurde es natürlich nochmal sehr, sehr eng. So unterschiedlich können die Meinungen sein. Pele Wollitz kann dennoch zufrieden sein mit der Moral seiner Mannschaft. Aus einem 0:3 wurde ein 2:3.